Idee? Eigentlich, damit es schneller geht. Auch, ja. Das ist ein verlängerter Arm. Verlängerter Arm. Ja, also auch um die Sicherheit und trotzdem Kontrolle hier in das Umfeld zu haben. Ja, also mein verlängerter Arm. Ja, weil nämlich, wenn du Pferde hast, die schon bockend und steigend auf dich zukommen und treten, dann willst du die nicht anfassen. Dann sagst du, es ist schön, dass du da bist, aber näher als hier kommst du bitte nicht. Weil das ist mein Raum, das könnt ihr euch merken. Wo ein Körper ist, kann kein zweiter Körper sein. Das ist schon Physik. Ja? Und wenn dein Pferd da steht, wo du vorher, also wo du stehst oder gestanden hast, weil du dann drunter liegst, dann stimmt irgendwas nicht. Ja? Und der Stick ist meine Armverlängerung. Den kann ich für verschiedene Sachen benutzen, um Pferd schneller zu machen, langsamer zu machen, wenn es streichelt, wenn es Angst hat. Gestern hatte ich einen Kurs mit einem ängstlichen Pferd. Ne? Auch das Ringo! Und das will ich euch jetzt einfach mal zeigen. Ringo! Jetzt mal darüber, dass du auch Vertrauen zu mir aufbaut. Ja? Ich kann nicht immer irgendwie sagen, schau da drauf, sondern ich muss immer auch sagen, Schätzelein, das ist alles gut. Dann gucke ich vorher erst, ob mein Pferd oder das Pferd sich auch weil damit streicheln lässt. So, auf die Beine, dass ich da ran kann, ohne dass es jetzt nach mir tritt. Jetzt müssen wir natürlich immer beide Seiten machen. Und dann sofort wieder entspannen, ja? Und sagen, hey, Schätzelein, hat mich aufgepasst. Jetzt kaut es weg schon. Sehr gut. Anhalten. Tapp, tapp, tapp. Jetzt ist es flotter. Und wieder entspannen. Kam das nur mit dem Popo rumdrehen? Mhm. Ich zeige das jetzt mal, dass ihr es besser sehen könnt. Schranke zu. Jetzt habe ich noch die Zeit, weil sie nichts großartig macht. Tapp, tapp. Entspannen. Das Kauen und Lecken bedeutet, dass das von Füße bewegen auch da oben ankommt. Wichtig ist, dass sich die Füße bewegen. Ja? Wenn ich jetzt mit ihr hier gehe, Schranke zu, jetzt fange ich hier an. Tap, 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 tap. Good. Gesehen? Das funktioniert aber nur, wenn ihr auch wirklich freundlich anfangt. Fangt ihr nicht freundlich an, werdet ihr es auch nie auf leicht hinkriegen. Schranke zu. Zack, zack. Nase ein bisschen weg, weil sie mit der Nase hier rüberkommt. Das ist das, was ihr gesagt habt vorhin, ne, mit aufdringlich. Da mache ich die Nase einfach weg. Für euch ist dann am einfachsten immer den Zaun als Begrenzung zu haben. Schranke geht zu. Energie ist, ich denke schon rückwärts. Tap, 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 tap. Gut. Sobald sie geht, wunderbar. Fein. Da brauche ich auch nicht so viel diskutieren. Lieber zwei, dreimal, lieber einmal sagen, push, als wenn ihr da immer ziehen und drücken würdet. Ja? Wenn er jetzt kommt, dann kannst du. Jetzt siehst du, ich gehe jetzt noch. Ja, ein, zwei Schritte und dann wieder deine Energie für die Hände, die du noch rein hast. Okay. Ich habe ja auch versucht, dann dachte ich, nee, nicht nach hinten. Ja, das ist wirklich. Ganz entspannt.
weitermachen und sagen, hey, das ist doch, was ich gefragt habe. Ja, und jetzt fängt sie das wieder an, dann das wieder. Bringst du aus dem Gleichgewicht, siehst du? Ein bisschen zur Seite gegangen? Ja. Ja, und dass sie nicht immer mit der Nase kommt, dass du sagst, okay, da du blockst das einfach. Ja. Nö, das will ich nicht. Da. Besser geworden, einmal Hand hoch. Bei allen, ne? Idee ist klar? Ja. Ja, also die haben nicht an euch vorbei. Wenn ihr Zeit habt und da stehen die Pferde, dann könnt ihr von hier aus anfangen. Habt ihr keine Zeit, rabom. Da ist die Schranke, da ist zu, da ist die Straße, da können die Pferde nicht weitergehen. Punkt. Habt ihr die Zeit? Dann sagt ihr, hey, tap, 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 tap. Und die Phasen, die wir vorhin besprochen haben, ja? Ist klar? Gut. Jetzt gehen wir mal zum nächsten. Was muss man noch gut kontrollieren können beim Pferd? Habt ihr schon mal gehört, man muss die verschiedenen Körperteile vom Pferd bewegen können? Die Hinterhand, die Vorhand, solche Sachen. Das würde ich jetzt auch mit euch machen, weil das ist ein wichtiger Faktor, der jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend ist für, ich sag mal, die Trailhindernisse, aber im Alltag ganz wichtig sind. Weil, wenn wir den Motor nämlich kontrollieren können, das heißt die Hinterhand, macht das viel Sinn, weil dann können wir es in jedem Fall später auch kontrollieren für andere Dinge. So, da habe ich jetzt auch mal ein paar Sticks mitgebracht und da gleichzeitig. Geh weiter, Kopf rum, bleib in der Position, bleib neben dem Pferd, bleib daneben. Weiter, 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 treffen, triff mal. Geh auf sie zu, zack, mit dem Stick. Hand hoch, die linke Hand hoch, hoch. Jetzt war der Schritt gut. Hand vorne hoch, die läuft zu viel vorne. Jawohl, genau. Pass auf, die drückt wieder mit der Schulter. Schubsen nützt nichts, das muss so ein Bang kommen. Dann frag lieber nochmal die Hinterhand rum. Geh mal ein bisschen von dem Zaun noch weg. So, jetzt direkt wieder die Hinterhand rumfragen. Vorne stoppen. Geh auf sie zu, die diskutiert mit dir. Weg, ja. Hand hoch und streicheln. Perfekt, das war gut. Ja, lass dich nicht von der umnieten oder auch von anderen Pferden nicht umnieten, ja? Mach nochmal. Jetzt kaut und leckt sie auch. Jetzt nimmt sie dich auch mal für voll. Super, klasse. Ja, bleib dran, weg den Hintern. Jawohl, und fahr Hand vorne hoch. Hand hoch, Hand hoch, Hand hoch. Die läuft vorne weg. Bleib dran, bleib noch weiterfragen. Ja. Vorne stoppen, 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 mehr stoppen, stoppen, stoppen. Frag nochmal. So, und jetzt vorne rhythmisch die Hand hoch, rhythmisch, rhythmisch. Zack, einmal richtig. Mehr, mehr, trau dich mal mehr. Ja, mehr. Gut, da war der Stopp. Da hätte es aufhören müssen und streicheln. Zu spät. Hand hoch. Besser. Es war immer noch ein bisschen bewegt, aber viel besser. Okay. Ja, gut. Oh, wow. Klar. Wenn ich den streiche, ich habe hier meinen Stick zum Streicheln, ne? Und die Phasen haben wir schon gehabt, ne? Böse gucken, Energie aufbauen. Rhythmus, annähern, treffen. Energie aufbauen, da passiert gerade noch nichts, ne? Guck mal, wo mein Stick ist. Jetzt kommt der Rhythmus dazu. Jetzt näher ich mich an. Ich gehe erst mit, wenn mein Pony geht. Und dann auch mal treffen. Und dann wieder streicheln. Warum streicheln wir den Stick am Kopf? Damit er keine Angst bekommt. Genau. Damit wir keine Angst vor dem Stick bekommen. Und ich möchte gerne, dass die Pferde mich angucken, ich möchte gerne die zwei Augen da haben. Weil wenn ich zwei Augen habe, was habe ich dann nicht? Bitte? Wenn ich die zwei Augen habe, was habe ich nicht? Dann? Also
Hinterhand. Ja, das ist schwer. Ne? Dann ist die weg von mir. Und bleib bei Carina. Also, Energie hoch. Rhythmus. Annäher. Und der packt immer noch. Kann ich auch mal ein bisschen mehr tragen? Ich gehe mal Hilfe. Ich gehe aus der Ecke raus. Zack, jetzt brauche ich euch das Fassungsbein. Jetzt kaut und leckt er wieder. Wichtig ist, dass wir hoch und runter schalten, dass wir den Unterschied verstehen. Ja? Wenn ich hingehe, kann er sagen, alles gut. Und jetzt, da überlegt er, da kommt der Schritt. Jawohl. Seht ihr? Das möchte ich haben. Warum soll ich nicht? Ich will ihn doch nicht anschreien. Ich will ihn doch gar nicht treffen. Viel schöner wäre, wenn er es macht. Das muss er aber erstmal verstehen, indem ich sehr freundlich und konsequent bin. Habt ihr die Mütter im Kindergarten? Jacqueline, die Mama geht jetzt. Jacqueline, die Mama geht jetzt. Jacqueline, wir gehen jetzt. Anstatt einfach das Kind zu nehmen, zu sagen, du, wir gehen jetzt. Zack. Habe ich schon, also ich weiß nicht, wie ihr das aus. Könnt ihr das aushalten? Das macht mir die Hanna, das macht mir. Was ich jetzt möchte, ist im Prinzip, sagen wir mal, Schätze nein, ich streiche dir, trage die Hinterhand und dann ein rückwärts. Hanna! Was denn? Ja, pass auf, da gibt es einen Trick bei. Und zwar, erstmal schön streicheln. Jetzt mag ich die Hinterhand. Dann rückwärts. Tapp, tapp. Und entspanne. Jetzt müsst ihr euch vorstellen. Ich habe ja gesagt, sehr freundlich konsequent. Von weiter weg anfangen. Wenn ihr an einem See sitzt, ja? Und da fährt ein Schiff entlang. Was kriegt ihr am Ufer mit? Die Wellen. Die Wellen. Müsst ihr das Schiff dafür sehen? Ja. Musst du nicht sehen. Oder wenn ihr am Wasser sitzt und pitcht so ein Stein über das Wasser, kennt ihr alle, ne? Wenn der dann so rückt. Irgendwann ist der Stein weg, richtig? Was seht ihr aber trotzdem noch? Die Wellen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Ultraschallwellen, die sehen wir nicht mal. Die kommen ja auch im Radio an, ne? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn der Stick von hier kommt, da schmeiße ich den Stein rein und da gehen die Wellen hin. Tap, tap, tap. Gesehen? Die meisten fangen immer direkt hier vorne an, Pferd an. Das ist viel weniger effektiv. Das ist nur effektiv, wenn sie eben nicht reagieren. Aber alles andere ist viel freundlicher und netter, wenn ich von weiter weg anfange. Die Idee ist klar. Es geht nur darum, Hinterhand ein Stück rum. Ihr seht, sie ist mir ja total zugewandt, ne? Aber schubst nicht mehr oder drückt nicht mehr. Es geht nur darum, einmal die Hinterhand verschieben und einen Schritt rückwärts. Zeig's nochmal. Dabei ist gut, wenn ihr wieder den kleinen Finger zum Haken vom Seil habt, dann könnt ihr besser loslassen. Jetzt frage ich hinten rum. Hinten rum. Groß machen. Ja, komm, ein bisschen mehr kannst du schon. Jetzt wurde zu viel diskutiert. Deswegen frage ich jetzt den Schritt noch nach. Seht ihr, was ich mache? Wieder entspannt. Wenn ich aufs Pferd zugehe, was mache ich? Streicheln.
einfach hier an der Seil ran. Streiche jetzt noch ein bisschen mehr. Kommt auf den Kopf dazwischen, geh nach hinten. Bring meine Energie hoch. Rhythmus. Drehen, hinten rum. Komm von vorne. Und kann entspannen. Super. Wollt ihr es nachmachen? Jo. Gar nicht so sehr darum, dass die Pferde Hauptsache irgendwie über diese Hindernisse gehen, sondern dass sie sich davor erstmal gerade positionieren. Dass der Schieb also wieder geht. Gar keinen Fall überhaupt in die Nähe. Das sind dann eher die Da war die Hinterhand, jetzt habe ich hier die Vorhand. Ich kann sagen, nimm mal die Schulter darüber. Ja, das war schon ein Schritt in. Ich habe eine Idee. Dazu. Ist ja wie mit den Kindern, ne? Du kannst nicht sagen, du musst alles das machen, die musst du auch ausprobieren. Ja? Am geilsten ist, wenn sie würfen. Wenn sie noch in Pfützen spielen würfen. Ne, Melanie? Thank you.
Beine heben, ne? Du stehst aber auch schon wieder ein bisschen schief. Dann, nee, komm mal her. Also ich bin mal hier. Mitgenommen, was hast du gelernt? Ich habe gelernt, das Pony mit meiner Körpersprache zu führen und auch auf meine Körperhaltung zu achten, weil das eben im Verhalten vom Pony wieder gespiegelt wird. Genau, genau. Was hast du noch gemerkt über die Schulterkontrolle? ich muss meinen Bereich deutlich machen. Genau, dass du wirklich sagst, das ist mein Bereich, raus aus dem Bereich. Ja, und deine Präsenz einfach nicht immer so lieb sein. Ja. Klarer sein, ja? Und was hast du am Ende rausgekriegt? Was hast du alles gemacht? Alles. Alle Hindernisse, ja, ne? Ja, mega, oder? Ja, total. Hast du am Anfang nicht mitgerechnet? Nee, auf gar keinen Fall. War echt gut. Ja. Ja, super. Shanti, was hast du noch gelernt? Ich habe gelernt, dass man selber gar nicht so viel auf seine Körpersprache achtet, die aber dem Pony sehr viel wieder gibt. Also wir kommunizieren ja ganz anders, ja, als die Ponys sozusagen. Also beim Rückwärtsgehen habe ich das ganz doll gemerkt, weil wenn ich dann auf ihn zugegangen bin und nichts gemacht habe, ist er trotzdem zurückgegangen. Was heißt nichts gemacht? Ja, ich habe ihm meine Körpersprache. Genau, so diese ohne Präsenz. Ohne Stick und ohne das Präsenz. Ja, und das merkt ihr auch im Alltag, ob ich jetzt wieder so herschluffe, ja, oder so. Das ist ein Unterschied. Ja, und wenn ihr merkt, so, oder in der Stadt, ja, mich rempelt auch keiner an. Weil wenn du da durchgehst und hast deine Präsenz, dann haut dich auch keiner um. Wenn du da so durchschlupfst, dann pff. Ja, also dass ihr wirklich achtet auf eure Präsenz. Ja. Und wenn ihr beim Pferd seid, seid bewusst damit. In der Zeit bewusst am Pferd sein. Was mache ich denn überhaupt? Viele sagen dann, ich habe ja eigentlich nichts gemacht. Ja, du hast aber deine Energie hochgefahren, du hast den Stick dahin gehalten, du hast das und das. Kann ich euch alles dann zeigen. Ja, vorhin im Video, hier war das, ne? Im Video war es ganz klar zu sehen. Was mache ich wirklich? Worauf will ich hinaus? Was ist wichtig? Ja. Trotzdem habe ich noch die Frage, wenn wir durch den Wald gehen und er schneller geht, halte ich ihn dann an, ja, und schicke ihn zurück? Ja, sofort. Okay. Gar nicht erst diskutieren, das wird nicht schneller gehen. Mhm. Das klärst du schon, wenn du aus der Box rauskommst. Ja, okay. Dass der da gar nicht mehr diskutiert. Ne, das gleiche wie hier. Immer klar, sehr freundlich, konsequent. Und denk an die Schranke, denk, ja, an die Straße. Wenn dein Pony auf die Straße gehen würde, würdest du es ja, also das Kind, würdest du es auch greifen und sagen, nee, und so ist deine Schranke. Ja. Da, wo eine Schranke ist, da geht es nicht durch. Okay? Ist so geil. Was hast du gelernt? Also ich habe gelernt, mehr auf mich selbst zu achten, also dass ich einfach nur guck, was ich mache, sondern auch, dass ich gucke, was ich mache. Ja. Und versuche mich, wenn sie, also dass ich einfach konsequenter bin, dass ich nicht, wenn sie mich irgendwo hinschubst, dass ich sie das durchgehen lasse, sondern dass ich direkt korrigiere. Genau. Über deine Körpersprache, denkt immer an eure Lichtschranke, ne? Und das ist euer Raum, wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein. Also dass ich auf jeden Fall dominanter bin als sie, dass sie, genau, mich nicht in die Gegend zieht oder sowas. Was ja nicht heißt, dass wir nicht freundlich sind, ne? Dafür haben wir die Phase. Ja. Sehr freundlich, konsequent. Na, was hast du festgestellt jetzt in der Einheit so hier? Was ist besser geworden? Dass ich einfach durchsetzen muss und wenn ich es gemacht habe, dass sie das dann auch versteht. Also, ja. Genau. Ich habe für mich gelernt, erstmal auch ruhiger zu werden, ja, nicht hektisch zu werden, ja, konsequent im Pferd zu sein,
Körperhaltung muss bei mir noch mehr kommen. Also wirklich klar sein in eurer Präsenz. Ne? Gilt auch für die gleich für die nächste Gruppe. Und halt einfach auch mal durchhalten. Dranbleiben. Ne? Genau. Du sagst ja auch, was hast du hier gemerkt? Was, also wir hatten jetzt hier gerade, ne, hatten wir denn die Bälle? Was habe ich hier gesagt? Was ist wichtig? Die Hände langsam schließen, zumachen, wenn das Pferd nach hinten geht, halten. Sobald der Schritt nach vorne kommt, Schluss. Finger auf. Mhm. Und nicht die Idee haben, das Pferd muss direkt da durch, sondern auf, zu, gutes Timing. Und wenn es nur ein Schritt war, und wenn sie wieder zurückspricht, dann sagst du, ja, ist ja nicht schlimm, aber komm wieder her. Und was war am Ende? Was hast du dann gemacht? Hat sie sogar von selber lassen. Sie ist ja von alleine da durchgegangen. Das ist ja wichtig, dass die einfach sagt, oh, und ich traue mich, das selber zu machen. Weil wenn ihr mutiger werdet und sicherer und klarer, was werden die Ponys? Mutiger, sicherer und klarer. Und wenn und ihr Vertrauen. Besser, ja, mehr Vertrauen. Und es gibt natürlich viel mehr Sicherheit, wenn du sagen kannst, nein, du nimmst die Schulter dahin, nein, du nimmst die Hinterhand rum, du gehst mir jetzt auf den Weg. Renn dich nicht um. Oder? Super. Ja, und dass es sich lohnt, sich zwischendurch mit seinen Pferden zu beschäftigen. Aha. Und dass es auch sehr sinnvoll ist, wenn man die doch nochmal anders kennenlernt und man auch wirklich an dem Selbstbewusstsein von sich selber und vom Pferd arbeiten kann. Das finde ich halt voll wichtig. Was war für dich ausschlaggebend? Was hast du gesehen oder gemacht? Dass er sehr, also jetzt beim Pferd, dass er sehr, sehr unsicher ist. Also dass er schon viel Sicherheit braucht und dass das sehr ausbaufähig ist. Und umso sicherer wir den Umgang mit dem Pferd gestalten, umso sicherer wird es auch dann fürs Pferd, ne? Weil es weiß, dass es sich an deine Führungsqualitäten halten kann. Das ist ja immer wichtig, ne? Dass die Pferde wissen, du hast Qualität, es zu führen. Nicht, weil es am Seil ist. Führen heißt hier auch mental, emotional. Ja, umso sicherer ich bin in meinem ganzen Umgang, umso sicherer wird auch das Pferd. Sehr gut. Elisa, erzähl mal, was war dein Problem am Anfang? Dass er nicht mehr so gut zurückgeht und dass er immer vorläuft und mir die Hacken trägt. Ja, genau, und dich umschubst, ne? Ja. So, was war am Anfang? Was ist passiert? Was habt ihr so gesehen? Was passiert? Ich habe den ja meine Hand gehabt, ne? Der ist gestiegen. Der ist gestiegen, der hat gedrückt, der hat mich fast umgerannt, ne? Also kein Respekt. Kein Respekt. Und was war danach? Respekt von mir gehabt. Ja, und du ich habe mich durchgesetzt. Ja, darum geht es eigentlich, dass wir uns durchsetzen und ein gutes Gefühl damit bekommen. Wie fühlt sich das jetzt für dich an, wenn du was mit dem machst? Cool. Also fühlst du dich sicher? Sicher. Ja, ist ja so. Ja, ganz ehrlich, wenn ein Pferd einen über den Haufen rennt, ist das nicht schön. Und wenn er immer in die Hacken läuft, tut das weh. Richtig? Ja. Hat er dir jetzt einmal noch in die Hacken getreten? Ja, also da beim Dings, weil er ein bisschen angetrabt ist. Ah ja, okay, er ist angetrabt. War es vielleicht nicht schnell genug, aber er hat es nicht gemacht wie sonst. Ja. Und du kannst anhalten, Hinterhand verschieben, rückwärts. Welche Hindernisse hast du gemacht? Ich habe die Wippe mit dem Bein und das. Wow. Hattest du nicht sogar den Steg? Ja. Aber schon eine ganze Menge, oder? Von dem, wenn man bedenkt, was wir am Anfang gemacht haben und jetzt, ne? Am Anfang habe ich gedacht, nee, also das wird nichts. Ja, wirklich. Mit der Kleinen auch noch. Ich denke, oh Gott, wie soll das denn gehen? Ja, war schon richtig super. Hammer, ne? Richtig super. Klasse, habt ihr super gemacht. Ja, sicher. Ja, du auch. Ne? Ich sag, auch jetzt hier beim Stehenbleiben, nicht mehr rempeln und so. Ja, ne? Die sind ziemlich entspannt. Die schlafen, glaube ich, auch alle gleich. Was hast du denn für dich mitgenommen? Ich bin ehrlich gesagt ziemlich stolz auf das Pferd, was er alles kann, ne? Hätte ich nicht gedacht. Ich habe nur zur Rede gesagt, nee, der macht das alles nicht. Hat alles gemacht. Wie eine Eins. Ja, super, ne? Auch nicht hektisch geworden. Nix. Ganz entspannt. Super. Genau. Ja. Du hast, glaube ich, alles gemacht? Ich kann von dem lernen, nicht der von mir. Das ist eine weise Aussage, weil eigentlich müssen wir von den Pferden lernen. Die zeigen uns, was wir richtig oder nicht richtig machen. Ja? Und einfach daran zu üben, an der Körpersprache, wie viel mache ich überhaupt, wie viel muss ich überhaupt einsetzen. Mhm. Ja, und dann wird das Ganze ja viel entspannter. Ne? Ja. Wir stehen ja alle hier ganz entspannt. Ne? Schön, vielen Dank. Gerne. Die Marie, erzähl mal von dir und dem Pony hier. Ja, es war gut. Ich weiß auch jetzt, wie man sich besser durchsetzt. Vorher war es immer so, ja, du musst dich durchsetzen. Aber ich war immer so, ja, aber wie? Kenne ich auch noch von der Reitschule. Du musst dich durchsetzen, du musst das und dies und jenes. Ich verstehe es aber nicht. Erklär es mir doch so, dass ich verstehen kann. Ja. Das hast du jetzt verstanden? Ja. Wow.
und er hat auch viel mitgemacht. Ziemlich viel, ne? Ja. Viele Hindernisse. Wie war das am Anfang? Störrig und er hat auch nicht gehört. Und jetzt klappt's. Super. Also anhalten, rückwärts, Hinterhand verschieben, ne? Und auch auf die Hindernisse. Jetzt kommt er in deinen Raum, genau. Und wieder rechnen und entspannen. Alles gut. Das ist immer wichtig, dass ihr Handwerkszeug habt für den Alltag, nicht nur für heute. Das heißt, wenn ihr da rausgeht, dass ihr das benutzt. Egal wann und egal wie. Mega. Jetzt kommt die Julia. Ja. Hey Julia. Ja. Mit dem Happy. Ja, ich kann mich eigentlich nur Andrea anschließen. Ich habe gemerkt heute wieder, dass ich meinem Pferd einfach im Alltag viel zu wenig zutraue. Zack. Nein, ich traue ihm generell viel zu wenig zu. Ja. Und das, was jetzt nicht auf Anhieb geklappt hat, lag immer an mir. Ja. Ja. Ja, und das motiviert einen auch so die ganzen Basics wie Hintern verschieben, vorn verschieben, rückwärts richten, einfach mal so im Alltag zwischendurch mit einzubauen. Ne? Dass man da dran genau. bleibt. Nicht immer an mir genibbeln. Ja. Und Schulterkontrolle. Die Schulterkontrolle brauchen wir besonders auch noch für die Hindernisse und um die Pferde von uns wegzuschicken. Dass sie nicht in unseren Bereich kommen. Ja? Hier, das war so ein Ding da vorne, ne? Dass die Pferde nicht immer an uns schubsen, in unseren Raum gehen. Nochmal, wo ihr seid, wo ein Körper ist, kann kein zweiter Körper sein. Dass ihr das einfach immer wieder beherzigt und dass ihr da aufpasst. Ja? Genauso wie Scheiße kann nicht wichtiger sein als wir. Wenn ihr jetzt irgendwas macht und die Pferde wollen dann die Scheiße, dann wisst ihr schon, wenn sie die Scheiße vorziehen, dann müsstet ihr euch das einfallen lassen, dass die Pferde mit dem Fokus bei euch sind. Fragen dazu?